Es geht nun wieder einmal um einen historischen Roman, der es jedoch selber auf eine Art Roman, nämlich der Aeneis, die Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus vom Römer Publius Vergilius Maro, besser bekannt als Vergil, geschrieben wurde. Es war eine Zeit unter der frühen Herrschaft des Kaisers Augustus, in der die griechische Kultur und alles Griechische sehr in Mode waren, zu denen neben dem erwähnten Epos auch die Odyssee als Epos gehören. Es geht nun um Jules Grahams Buch Die Seherin von Troja. Ja, wer Jules Graham ist, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da fehlt mir jetzt einfach gerade die Zeit, so in dem Videokonzept, was ich habe, um die hier vorzustellen. Wie immer findet ihr sie in der Videobeschreibung. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einer weiteren Buchbesprechung hier auf meinem Kanal. Ich versuche das mal hier vorsichtig hinzustellen. Wenn es jetzt nicht gerade umfällt, Blick. So, ich hoffe, man kann es immer noch sehen. Komme ich dann einmal zum Inhalt des Buches. Mit 7 Jahren kommt Möwe, Tochter einer trojanischen Sklavin, in die Obhut der Priesterin Pythia. Diese erkennt relativ schnell innerhalb der ersten Nächte, die Gabe ihres Schützlings, die ihr einst als Orakel nachzufolgen. Warum kommt Möwe in die Obhut dieser Priesterin Pythia? Sie hat sich beim Spielen in relativ jungen Jahren verletzt. Am Bein ist ein Ochsenkarren oder sowas ähnliches über das Bein gefahren, und das Bein ist ja irreparabel verletzt worden, nicht amputiert worden, aber so der Bruch, der ist nie ganz verheilt, und es war dann quasi eine Möglichkeit für Möwes Mutter, sie ein Brot und Arbeit zu bekommen, weil Sklaven, die damals nicht arbeiten konnten, verhungerten. Von nun an, also nachdem Möwe dazu auserkoren ist, der Priesterin Pythia als Orakel nachzufolgen, ist da Möwe dazu ausersehen, Könige zu beraten und der Herrin der Toten zu dienen. Nach dem Tod der Priesterin wird aus Möwe der Seherin mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten die neue Pythia. Sie berät die Bevölkerung bei ihr in der Heimat, wo sie wohnt und lebt am Fluss, und erblickt dann irgendwann 9 schwarze Schiffe, die auf Pylos, wo sie wohnt, zuhalten, und dadurch mit dem Erblick dieser schwarzen Schiffe nimmt ihr Leben eine dramatische Wende. Auf den Schiffen sind der trojanische Prinz Aeneas und die letzten überlebenden Männer von Troja, die entführten Frauen ihres Volkes retten wollen. Pythia schließt sich nach einer Schlacht den Überlebenden und Aeneas an, denn nur sie kann das Schicksal ihres Volkes voraussagen, und dabei erzählt das Buch die Geschichte des letzten trojanischen Königs Aeneas, in dem Buch auch Aeneas genannt, wobei die Erzählung mit der Versklavung von Möwes Mutter, zumindest in der Rückblende, jetzt nicht in Detail, aber so zumindest zusammengerafft erzählt wird, die in der unteren Stadt, einer Stadt vermutlich vor den Toren Velusas bzw. Trojas, vor den Toren Velusas Trojas lebte und nach Pylos verschleppt worden war. Und während ihrer Reise mit mit Aeneas erlebt sie die Bandbreite der Seefahrt, flieht mit den Schiffen vor Neoptolemos, dem Sohn des Achilles,
durch das ganze Mittelmeer quasi und flieht nach einem langen Aufenthalt bei den Ägyptern, also sie bereisen quasi das Mittelmeer und treiben Handel und sagen, die sind eigentlich friedlich, kommen überall mehr oder weniger willkommen unter, sagen, wir wollen nichts Böses, wir wollen nur weiter warten, als es Winter ist, bis die Schifffahrtssaison weitergeht, wieder losgeht, wollen wir hier überwintern, treiben Handel und werden mit mehr oder weniger offenen Armen überall empfangen, beziehungsweise müssen dann Überzeugungsarbeit leisten, dass sie in friedlicher Absicht kommen, leben dann teilweise neben Neoptolemäus Flotte, bevor sie dann in einer waghalsigen Aktion noch vor Beginn der Schifffahrtssaison eigentlich fliehen mit ihren Leuten, das möglichst unbemerkt. Dann fliegen sie nach Ägypten, um den Pharao zu warnen, als das dann bestätigt wird. Also sie bleiben dann erstmal bei ihm in Art Gefangenschaft, wo sie dann später sich in seine Dienste stellen, um gegen ihre Verfolger zu kämpfen, werden dann geehrt von den Ägyptern, leben dort, ich weiß nicht, es schien so ein, zwei Jahre, dann fliehen sie quasi von Ägypten nach Italien und in Ägypten lernt Möwe Ri einen Priester der Weisheit kennen und lernt von ihm Schreiben, Sprachen und viel von Wissen und vieles mehr, was sie sich nie erhofft hatte, quasi, und hat aber auch viel mit Aeneas zu tun, etwa um ihn in Fragen der Weiterreise oder bei unklaren Fällen, in Streitfällen zu beraten, beziehungsweise Todesrituale nach den Schlachten, nach Riten der Trojaner durchzuführen, an Riten Trojas, des trojanischen Volkes quasi durchzuführen, und steht ihm immer als quasi göttliche Beraterin, als Verbindungsglied zu den Göttern bereit und erzählt quasi, ja, wie schon erwähnt, die Aeneas quasi nach, aus einer unbekannten Perspektive, und berät ihn immer, wohin soll man weiterreisen, was sagen die Götter, was fühlst du, wie machst du das, und ja, das ist jetzt so ganz grob das Setting. Es ist, ich finde, um zum Fazit zu kommen, ein sehr spannender Roman mit ungewöhnlicher Perspektive sein könnte. Und ja, die Charaktere und antike Schauorte wie der Tempel von Byblos oder die verwunschenen Höhlen unter dem Vesuv machen aus dem Buch eine Mischung aus historischer Fiktion, Abenteuer, Romantik, aber auch heidnischer Fantasie. Es bringt den Leser die bronzezeitliche mediterrane Kultur näher, die antike Kultur, und führt sie da den Leser quasi ein. Dabei werden die zum Scheitern verurteilten Bastionen der Piratenstadt und die Intrigen des ägyptischen Hofes, eine gewisse Spannung in der ganzen Handlung geschafft. Also es wird eigentlich nie langweilig, und es ist, würde ich sagen, alles in allem eine historische Neuinterpretation und eine geschickte historische Neuinterpretation des Mythos, die mit archäologischen Erkenntnissen dabei untermauert wird, obwohl viele die Aeneas zumindest in Grundzügen bereits kennen dürften und darüber auch, wie es in Romanen vielleicht oftmals, nicht immer, aber oftmals der Fall sein wird, lieber als Thema, als ein Topos behandelt wird. Und viele, um nochmal zu dem Bekanntheitsgrad der Aeneas zu kommen, viele hatten es vielleicht auch schon im Schulunterricht, im Lateinunterricht, wo sie dann Vergil neben Cäsar und anderen übersetzt haben. Ob ich das Buch
nochmal lesen würde, weiß ich gerade nicht. Ich fand es dennoch spannend, die ersten Seiten, da kam ich irgendwie nicht so rein ins Buch, aber ja, das ist jetzt irgendwas, irgendwie eine andere Geschichte. War auf jeden Fall eine ungewöhnliche Perspektive, eine ungewöhnliche Erzählung auf Vergils Aeneas. Wie gesagt, ob ich es nochmal lesen würde, ich weiß es nicht. Ja, das soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag zu einem weiteren Video wieder. Bis dahin, macht's gut, kommt gut ins Wochenende, in die neue Woche. Vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Gerne auch zu abonnieren und zu kommentieren unter dem Video. Und ja, bis dahin, haut rein.